Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Ja, als erstes, was passiert seit dem letzten Part? Macholo ist in unser Team aufgenommen worden. Ein wunderschönes Macholo. Mit dem Namen Ares. Also den Namen kennt ihr schon von vorhin. Es kann Protzer, Abschlag, Fußtritt und Zertrümmern. Ich glaube, es wird sicher einen guten Job machen. Außerdem habe ich Dionysos, hat sich entwickelt. Und wir erkunden weiter die wunderschöne Route 113. Übrigens, ich glaube, hier kann man Evoli zu Volipurba entwickeln. An diesem Stein. Wobei eher nicht. Oh, das ist gar kein Stein. Ah, das war nur ein Blätterhaufen. Ja gut. Warte mal, wenn es hier draußen so kühl ist. Und jetzt geht es direkt in den ersten Kampf. Heute leider etwas eine kürzere Folge, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, jetzt gerade zum Aufnehmen. Dafür mache ich, glaube ich, die nächste Folge etwas länger. Nein, wieso? Oh, wieso bin ich dumm? Ah! Au, 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 au! Okay, nicht au. Auch eine neue Animation von Drachenwut im Vergleich zu X und Y. Finde ich echt schön. Wobei, ich habe gar nie Drachenwut in X und Y gesehen. Vielleicht ist die Animation auch nicht neu. Ich kann mich irren, also... Ja gut. Gut, trotz diesem Steinhagel, das mich schockiert hat, haben wir das kein Problem gehabt mit dem. Das Knackleon wurde besiegt und jetzt geht es gegen das Fritzelblitz. Da kann ich natürlich nicht drin bleiben, die Vierfachschwäche ist und bleibt da. Ja, mit Ruckzuckhieb kommst du hier nicht weiter, Fritzelblitz. So, das ist auch genug für das Fritzelblitz. Wunderschöne 360 EP. Moritz haben wir besiegt. Hey Moritz, wo ist Max? Ja. Und weiter geht's auf der schönen, wunderschönen Route. Das ist, oh, eine VM, seht ihr das? Das da ist eine VM. Und ich habe keine Ahnung, wie ich an die rankomme. Ah doch, ich habe eine Ahnung, wie ich an die rankomme. Nachdem ich einen Trainer besiegt habe, mache ich das. Also ich muss einfach rundum laufen um diesen kleinen Hügelberg. Also sicher nicht Berg, Hügel. Ich habe vor einiger Zeit herausgefunden, dass Kamaup hat die Fähigkeit Wankelmut. Ist eines der wenigen Pokémon, das diese Fähigkeit hat. Und das verdoppelt... Also, es kann sie erlernen. Die versteckte Fähigkeit von Kamaup ist Wankelmut. Und dies verdoppelt die Statussenkungen und Erhöhungen. Andere Pokémon, die diese Fähigkeit extrem stark nutzen können, sind entweder Fletiamo, das hauptsächlich auch genutzt wird, oder... Moment... Mir fällt der Name nicht ein. Also, das Biber-Pokémon, der... Diamant und Pearl Edition. Meine Güte. Das immer als VM-Sklave benutzt wird, weil es so viele VMs erlernen kann. Meine Güte. Doppelteam. Ja gut. Nagelotz ist es nicht. Das ist aus der 5. Weiß ich das nicht mehr. Bidifass! Bidifass heißt es. Ah, das ist Vulkanasche. Aha, danke, dass du uns aufgeklärt hast. Ein Bidifass ist es. Auch sehr guter Nutzer, aber kann nur Fluch erlernen. Durch einen Fluch wird dann der Angriff und die Verteidigung verdoppelt. So kann man eigentlich extrem gut sweepen. In einem Bizarro-Raum funktioniert es leider nicht, weil... Nach einem Bizarro-Raum hat man höchstens dann noch 4 Runden, in denen man angreifen kann. Und 1 oder 2 Runden braucht man schon mit Bidifass, um Fluch einzusetzen.
bevor es wirklich großen Schaden anrichten kann. Drachenwut ist eine extrem starke Attacke für Poseidon auf so tiefem Level. Drachenwut macht eben immer 40 Schaden, das heißt, die Heilung des Gegners ist egal. Und obwohl Schlunio A den Typ Stahl hat und B Typ Gestein. Moment. Ja, eigentlich wäre es egal, weil Biss trotzdem normal effektiv wäre. Sicher besiegen wir es locker mit 2 Schlägen. Das ist eigentlich das meiste, wird 2-hitted, also mit 2 Schlägen besiegt. Auf diesem Level, wo wir jetzt sind, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Bekommen wir da noch Besuch, will zu kämpfen? Was? Also für Arcanasche Glas? Das wusste ich nicht. Ein Top-Head Ether. Natürlich Ether. Und weiter geht's. Hallöle, meine lieben Leute. Meine Güte. Das sieht nicht so schön aus. Du hustest ja die ganze Zeit. Hast du viel Feinstaub in der Lunge? Das ist gefährlich. Hör auf damit. Boah, nee. Du hustest ja auch. Das ist ja schockierend, dass die hier ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, nur um Glas herzustellen. Darauf muss man schauen, meine lieben Leute. Gut, was ist da? Was ist das hier? Sind das Felder? Ah, das Laubwechselfeld. Oh, wir können über die Felder laufen. Und wir sind Laubwechselfeld, sofort ins Pokémon Center, um unsere Pokémon zu heilen. Seht ihr die Person, die Frau, die da rechts vor dem PC ist? Die wird uns sicher gleich irgendwie erzählen, von wem dieser PC ist. Diese Person gibt es eben in jedem. Also in häufigen Spielen, glaube ich zumindest. Wer bist du? Du hast schon die Seele, dass du ein Trainer bist. Das heißt also, dass du das von mir entwickelte Pokémon-Lagerungssystem zugreifen willst. Woher ist das weiß? Ich bin vor dem PC und du hast mich angesprochen, weil du ihn benutzen willst. Das ist nicht gerade höhere Mathematik. Ach, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Lanette. Es freut mich sehr, einen Trainer zu treffen, der das Pokémon-Lagerungssystem nutzt. Wenn du mich magst, besuch mich mal. Mein Haus befindet sich auf Route 140. Ja, und jetzt hat es eine Änderung gegeben. Moment, die seht ihr gar nicht. Auf dem unteren PC stand bis vor kurzem hier immer jemandes PC. Aber jetzt steht Lanettes PC, weil wir wissen, wer dieser jemand ist. Bills PC ist anderen und Bills PC ist in Hard Gold und Silver und sonst kann ich es nicht auswendig. Oh, was für eine Katastrophe, Spandi, du musst mit mir kommen. Eine Katastrophe? Meine Güte. Hör mir gut zu, es geht um Professor Cosmo. Er wurde entführt von irgendeinem seltsamen Team. Diese Schurken haben sie Team Aqua genannt. Offenbar hacken sie etwas aus, mit dem Meteoriten zu tun hat, den Professor Cosmo erforscht. Er war so froh, jemanden gefunden haben, der sich für seine Forschungsarbeit interessiert, dass er ihnen einfach blind gefolgt ist. Bitte, Schwand, ich brauche deine Hilfe. Diese Schurken wollen Professor Cosmos Forschungsarbeit bestimmt gegen irgendwelche Schandtaten ich geb's auf. Wir müssen etwas unternehmen. Ihr wisst sicher, was gemeint ist. Ich gehe schon mal vor. Wir treffen uns dann bei den Meteorfällen. Ich zähle auf deine Hilfe, Schwandi. Gut, die Meteorfällen. Ist mal nur die Frage, wo das ist. Ist das da oben? Ah, nein. Müssen wir nach rechts? Das ist Route 114. Hier könnten wir ein Pokémon fangen. Aber ich glaube, damit warte ich jetzt noch ein wenig. Die Meteorfällen. Ich mache jetzt mal die Karte auf. Also nicht verschrecken. Schluttberg, Steilpass, Feuriger Pfad, Bad Lavatstadt, Wiesenflur, Metaflurtunnel, Meteorfällen. Doch, Route 114 ist die richtige. Gute. Sag mir kurz Hallo hier.
Oh, wir haben einen Schaufler bekommen. Ja, das weiß ich. Was ist denn hier drin? Wo kommen wir hier hin? Okay, schön. Pokémon finden wir hier keinen. Das können wir immer mit dem Pokédex-Navi nachschauen. Gut, geht's weiter. Hoffe, ihr habt nicht übermäßig viele. Haha, wir haben Brüller. Oh, wie schön die Wasserfälle hier jetzt neu aussehen. Das haben sie auch überarbeitet. Finde ich sehr schön. Oh, ein paar Angler. Die können wir mal mit Gyarados etwas aufwärmen. Eigentlich besiegen, aber ja. Oh meine Güte. Ich kann die Musik nicht mehr. So, das soll eigentlich kein Problem sein. Oh, die Scherenmacht zeigt Wirkung. Viele entscheiden sich ja bei Privatentwicklung gegen... Moment. Krebskorps entwickelt sich zu Krebutak. Ja, das ist klar, dass man sich gegen Scherenmacht entscheidet. Krebutak wird eben zu einem extrem starken Unlicht- und Wasserangreifer, das vor allem durch seine Fähigkeit Anpassung, das Step-Attacken, also eigene Attacken verstärkt, also Attacken, die vom eigenen Typen sind. Mit Walband haut das extrem stark rein. Ein Weilmer. Ich bin mir gar nicht sicher, ob jetzt hier Drachenhut oder Biss mehr macht. Ich mach mal Biss, weil Weilmer hat eine extrem hohe Anzahl an KP. Und dann ist immer die Frage, ist jetzt Drachenhut besser oder nicht? So, das war's für Weilmer und wir haben es besiegt. Anselm, der Angler, haben wir besiegt. Letztes Mal konnten wir natürlich weiter Route 114, um den armen Professor Cosmo aus den Fängen von Team Aqua zu befreien. Aber vorher machen wir natürlich die Trainerkämpfe, um unsere Pokémon entsprechend zu stärken. Ja, stimmt, im nächsten Trainerkampf, der kein Anglerkampf wird, kann ich euch ja mal... Oh mein Güte, ein Garros. Kann ich ja mal das neue Geowatz zeigen? Ja, er hat auch Bedroh. Ist aber ein Level tiefer. Doch, Drachenwut sollte gerade ein Two-Hit sein. Ja, ich glaube, es reicht gerade. Anscheinend hat es etwas weniger KP als wir. Also 7, müsste es ja. Damit wir auf 80 kommen. Ja, anscheinend haben wir gute KP-Werte. Für einen Gyarados. Und wir erreichen Level 25. Und da können wir gleich auch noch Macholo einsetzen. Level 28 wird es dann zu Macholo. Es wird zu Machok. Und wird die Gegner mit seiner gewaltigen Stärke schockieren. Wir haben ein Haus. Und wir können ein Pokémon fangen. Gut, hi. Wir wechseln wieder kurz zu Kratos. Und rennen hier im hohen Gras umher, um ein Pokémon zu fangen. Die dann neues Team geht. Ein Lombrero. Wieder weit männlich. Wir haben zu viele Männchen, ganz ehrlich. Und langsam gehen wir die Spitznamen aus. Es ist zurückgeschreckt, zurückhalten kann zurückschrecken. Ja, toll. Ja. Gut, jetzt fangen wir es.
mal. Und ich muss echt sagen. Ah, ich habe doch noch einen Namen gefunden. Nämlich Palaimon, das ist der Gott des Meeres und Beschützer der Häfen. Passt für einen Lombrero auch ganz gut. Wobei, hier hat es noch mehr. Pontos wäre der Urmeergott des irdischen Binnenmeeres. Das passt sogar noch mehr. Weil dann Binnenmeer ist eigentlich ein Meer, das von Land umgeben ist. Glaube ich. Ich erzähle hoffentlich hier kein Blödsinn. Gut, wir haben Pontos in unserem Team. Der Urmeergott des irdischen Binnenmeeres. Was? Nicht in die Todesbox? Habt ihr das gesehen? Ja, das war die, die am aktivsten war. Eine Nanoäre. Hallöchen. Ja. Eine Lotwurzelpuppe. Danke. Nein, ich sag sicher niemandem, dass es hier so unordentlich ist. Oh mein Gott, ein Doppelkampf. Das wäre der perfekte Augenblick, um Dionysos und Ares in ihren ersten Kampf zu schicken. Los geht's. Hoffen wir auf das Beste. Senior und Juna, Tyra und Ivy. Kurzer Schock und dann die Gewissheit, ja, wir haben ein Problem. Dann will ich nichts an, mal in einen einfachen Standardkampf hineinlaufen. Was passiert? Wir haben verdammt nochmal heftige Typen an der Backe. Wir konzentrieren uns jetzt auf Roselia. Nein! Danke. 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 Wirklich danke. Noch Level 26. Wieder das Ende eines wunderbaren Pokémons. Die habe ich auf den Bildschirm gespuckt, weil ich mich aufgeregt habe. Ja, komm dir Flora rein. Dann wechsle ich mal das Team. Und was passiert? Die Typen haben das Gefühl, ja, komm, los. Machen wir ihn mal fertig und setzen ein Wasser- und ein Pflanzen-Pokémon ein, weil wir genau wissen, dass er ein... Ah. Wir haben hier einen Verlust. Der nächste mit einer Vierfachschwäche, der den Geist aufgegeben hat. Aber jetzt, der Vorteil ist, ich kann jetzt Quirtle in das Team nehmen. Das ist der einzige Vorteil, der hier bleibt. Jetzt wechseln wir natürlich wieder das Team. Wir kämpfen nicht mit Ares und Dionysos weiter, sondern mit Hypno und Flora. Die eigentlich auch so ein Team sind, wo ich eher sagen würde, ja, sind halt ein Team, aber nicht so das Team, das ich jetzt wirklich überall einsetzen will, weil sie nicht so ausgeglichen sind. Wir hatten wieder ein Pokémon. Meine Güte, wie sieht der ja denn aus? Ein Stolpenjahr. Damit können wir leben. Oh, das wäre ein One-Hit. Ein One-Hit. Macht Brüller. Kommt wieder eine Regel zum Einsatz. Wenn es rausgebrüllt ist, ja, Ares muss den Rest erledigen. Alleine. Ohne Partner. Alleine. Das habe ich schon gesagt. Gut, ein Fußkick mit der Hand. Habt ihr die Animation gesehen? Holt ihr aus mit der Hand. Gut, Level 26. Der baldige Partner von Quirtle. Gut,
Da machen wir jetzt wieder Pause. Danke, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal.